Ja, hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Barbecue. Geil, aber günstig. Ja, heute gibt es wieder was Besonderes, Leckeres. Es gibt einen gefüllten Räuberbraten. Also bleibt gespannt. So, für unseren Räuberbraten haben wir hier ein paar Sachen. Hier habe ich einen halben Schweinelachs. Dann haben wir hier 5 Scheiben Kochschinken, 5 Scheiben Käse. 5 Scheiben rohen Schinken, dann haben wir Barbecue-Soße, Senf, Magic Dust, wieder was Besonderes, den Honigpfeffer, Zwiebeln, ja, dann brauchen wir eine kleine Schale, ein scharfes Messer wie immer, einen kleinen Löffel zum Umrühren gleich und einen Pinsel zum Einstreichen. So, wir gehen her, schneiden dünn unter der Silberhaut, also unter dem Fett, machen einen kleinen Schnitt. Und schneiden das Ganze dann ab. So, das Fleisch haben wir jetzt nackig gemacht. Scherz beiseite, wir haben die Silberhaut und das Fett ein bisschen abgeschnitten. So, wie ihr sehen könnt, das Fleisch liegt hier auf dem Brettchen. Ich habe mir 2 Holzlöffel rausgeholt. Ich habe hier schon mal einen Schnitt reingemacht. Dann gehen wir her und machen so circa 2 Finger breit. Wieder einen Schnitt rein. So, damit wir das Fleisch nicht ganz durchschneiden, habe ich mir die Holzlöffel zur Hilfe genommen. Jetzt könnt ihr sehen, das ist nicht ganz durchgeschnitten. Ja, dann gehen wir her und machen erstmal ein paar Schnitte ins Fleisch. Wie ihr seht, wir haben hier überall jetzt Taschen drin. Ja. Das Fleisch ist jetzt erstmal so weit vorbereitet. Jetzt wollen wir hergehen. Wir nehmen die Barbecue-Soße. Ja, von der Menge her würde ich sagen 2 Esslöffel. Wir nehmen Senf. Auch 2 Esslöffel. Dafür habe ich den Löffel. Wir rühren das Ganze ordentlich durch. So, jetzt kann das schon 2 Minuten ziehen. So, wir haben hier Magic Dust. Ich habe mir das umgefüllt in solch einer Flasche, beziehungsweise so ein Streuer. So, ihr seht, die Taschen sind jetzt zu, aber ich möchte auch in den Taschen das Gewürz drin haben. Somit gehe ich her, mache die Taschen einmal auf, würze das auch von allen Seiten, von innen. Ja, und dann gehen wir her und bepinseln das Ganze mit unserer Marinade, Barbecue-Soße und Senf. Dann gehen wir schon her, nehmen den Pinsel und streichen die Seiten von allen Seiten ein, dass wir da richtig Geschmack dran bekommen. Ist alles relativ einfach. Gut, dann mache ich das erstmal fertig. So, der Braten ist fertig eingerieben. Heißt also, wir bereiten das nächste vor. Das ist hier eine Gummiunterlage, dass wir die Brettchen Holz auf Holz nicht so hin und her rutschen. Ja, wir gehen her. Nehmen den rohen Schinken. Ich habe die Zwiebeln geviertelt. Und dann in Halbringe geschnitten. Wir haben 8 Taschen, also brauchen wir 8 Stücke und wickeln die Zwiebeln in den Schinken ein. Ja, das mache ich jetzt erstmal mit den 7 weiteren. So, die Röllchen habe ich fertig gedreht.
Wir gehen her, legen hier ein Röllchen rein, mit Zwiebel gefüllt, falten einmal den Käse, mal gucken, wie es passt. So, da ich das Ganze nachher nicht so rumfleddern lassen will, also so auseinander, wie er jetzt ist, gehe ich her und stecke nachher von dieser Seite zwei Schaschlikspieße und von dieser Seite zwei Schaschlikspieße rein, damit der Braten auch vernünftig hält. So, ihr seht, man kann den auch noch ein bisschen ziehen. Ja, das machen wir jetzt erstmal mit dem ganzen Braten. Den Käse einmal knicken. So, ihr seht, der Braten ist komplett gefüllt. Er sieht bombastisch aus. Wir haben hier von der Soße noch ein bisschen übrig, von der Barbecue-Soße und dem Senf, was ich da vermischt habe. Damit streiche ich das oben noch ein bisschen ein, weil wir geben jetzt den Honigpfeffer oben drauf ein wenig. Und ja, dann hält er auch besser. Und natürlich das Fleisch ist dann noch würziger, leckerer. Schaut mal, kommt super hin. Wir müssen hier nichts wegschmeißen. 1A prima. So, wir kratzen das Ganze einmal leer. So. Damit wir nicht den ganzen Beutel da drauf schütten, machen wir das so, dass wir ein bisschen was in die Hand tun. Ja. Obwohl, ich glaube, man kann hiermit auch vorsichtig schütten. Genau so will ich das haben. Ja, der Braten, der hält jetzt so nicht. Wie ich vorher erwähnt habe, gucken wir mal. Wir nehmen jetzt hier diese Schaschlikspieße. Wir bringen den Braten ein bisschen in Form. So soll er sein. Ich schiebe da mal den Spieß von der Seite rein. Ja, wir gehen jetzt her, heizen den Backofen auf 180 Grad vor und ich würde sagen, wir lassen das Ganze mal für 40 Minuten drin. Und dann schauen wir mal rein, wie er nach 40 Minuten aussieht. So, der Backofen ist gleich vorgeheizt. Ich habe hier eine Alu-Auflaufform. Ich habe da ein kleines bisschen Backtrennspray reingepackt, eingesprüht, weil ich gehe davon aus, dass der Käse gleich ein bisschen runterlaufen wird, dass es nicht ganz so doll anbackt. Ja, dann gehen wir das Ganze gleich mal in den Backofen. Oh, schaut euch mal das gute Stück an. Ja, sieht mega aus. Käse gut zerlaufen. Ordentlich Bräunung bekommen. Wir machen mal den klassischen Mittelschnitt. Wir müssen mal gucken, wo die Mitte ist. So. Leckerbelli. Schaut euch das mal an. Das ist der Burner. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal zum Probieren über. So, es ist angerichtet. Ich habe mir dazu geschmorten Spitzkohl gemacht. Dazu gibt es ein separates Video, wie man den Spitzkohl macht. Auch sehr lecker und passt auch sehr gut dazu. Ja, aber jetzt will ich nicht länger warten. Oh. Ja, Leute, ich würde sagen, guten Appetit. Mmh. Mmh. Ein Genuss. Oho, saftig. Die Barbecue-Soße mit dem Senf kommt durch. Der Honigpfeffer. Mmh.
Jetzt dazu den Spitzkohl. Ist ein Gedicht, kann ich euch nur sagen. Also wenn euch mein Video gefallen hat, klickt den Daumen nach oben an. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal? Abonniert gerne meinen Kanal, das Abo ist kostenlos. Bis bald, euer Dirk von Barbecue, geil aber günstig. Ciao.